So, ein Lineup-Update. Ich habe ein bisschen was an meinem Team gemacht. Ja, LT ist jetzt hier mein Running Back. Mir fehlen zwei Tokens. Eins bekomme ich heute, kann ich gleich sogar gucken mit diesem Daily Pack. Und dann hoffe ich, dass ich heute Level 42 werde. Dann habe ich den zweiten Token mit dem nächsten Pack und kann mir den LaDainian Tomlinson auf 99 machen. Sonst hat sich hier nichts verändert. Ich habe immer noch meine drei Quarterbacks, Mariota, Rodgers und Warner. Je nach Situation setze ich die ein. Ich warte immer noch auf ein Aaron Rodgers Upgrade, endlich eine neue Karte. Dann, hier seht ihr schon, Mike Singletary als Middle-Linebacker. Ich habe mir die Karten gesniped. Der kostet auf dem Auction-Block. Ja, okay, jetzt gerade kostet er 760.000 in der Version. Hatte, als ich gestern angefangen habe, das zu snipen, noch über 800 gekostet. Ich habe ihn für ungefähr 600.000 gesniped, die einzelnen Karten, mir zusammengebastelt. Ich glaube, die alle 90er und so habe ich für 40.000 bekommen und so. Ja, das habe ich gemacht. Dann habe ich mir Jason Taylor genauso gesniped, auch für ungefähr 600.000. Und jetzt habe ich noch, ja, keine Coins mehr. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen machen. Und Mel Blount als Cornerback, als Verbesserung. Jetzt wäre halt mal endlich ein zweiten Defensive Tackle. Den benutze ich nicht so oft. Aber man benutzt ihn halt. Und dann ist es schon beruhigender, wenn man den zweiten Defensive Tackle auch einen besseren hat. Und Strong Safety wäre jetzt hier Ken Houston als Off, als defensives Upgrade. Und eventuell noch einen besseren Cornerback 3. Da weiß ich noch nicht, ob ich wieder zurück zu Watt Woodson gehe. Oder vielleicht kommt ja noch einer raus nächste Woche. Aber sonst wird die Defense stehen. Ich glaube aber, dass ich wahrscheinlich als erstes jetzt hier den Center in Angriff nehmen werde. Und hier mir einen neuen Center gönnen werde. Aber erstmal muss ich Coins machen. Weekend League. Muss ich noch drei Spiele spielen. Ich stehe 15 zu. Ich weiß es gar nicht. Was ist denn das, wenn ich noch drei Spiele stehe? Ich glaube, ich habe sechs Spiele verloren. Sieben Spiele müsste ich verloren haben. Genau. Sieben Spiele habe ich verloren. Ich bin gerade Gold 1. Ich versuche noch auf Elite 2 zu kommen. Ja, drei Spiele zu spielen, wenn ich 18. Ich müsste alle gewinnen, damit ich Elite 2 werde. Damit wäre ich dann auch im Monat sehr gut. Was heißt sehr gut? Im Gegensatz zu Top 100, aber noch. Es ist dann okay. Jetzt gucke ich eben im Store. Vielleicht kann ich mir schon einen Token gönnen. Unter Exclusive Offers, Daily Pack. Ne, ist noch nicht freigeschaltet hier. Das für Münzen kaufe ich immer. Ja, gut. Das war's zum Lineup. Und wenn es was Neues gibt, dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden.